Die nächsten 5 gelesenen Bücher stehen auf dem Plan. Lasst uns loslegen. Hallo ihr lieben Bücherfreunde und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ich möchte heute meine nächsten 5 gelesenen Bücher euch präsentieren. Und ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass einige von euch die Bücher, die ich euch jetzt zeige, bei mir bereits ja, schon gesehen haben, aber auch ja, schon gelesen. Das erste Werk, was ich euch gerne zeigen möchte, habe ich bereits letztes Jahr schon mal in die Kamera gehalten. Und zwar hätte ich es gerne letztes Jahr bereits schon gelesen. Aber das habe ich leider nicht mehr geschafft und deswegen habe ich das dann gleich nachgeholt. Und zwar handelt es sich um das Tagebuch der Anne Frank, ja, in dieser Graphic Diary Version von Ari Vollmann und David Polensky aus dem Fischer Verlag. Bei diesem Graphic Diary werden ja ausgewählte 10 quasi nochmal grafisch aufbereitet und einige Tagebucheinträge werden ja so 1:1 auch nochmal übernommen und können in diesem Werk quasi nachgelesen werden. Es werden nicht alle 10 bzw. alle Einträge, die Anne Frank gemacht hat, ja in diesem Werk zu finden sein, aber ich finde, das schadet dem Werk überhaupt nicht. Man verliert nicht den Kontext und man verliert auch nicht das Empfinden von Anne Frank. Mir haben nicht alle Zeichnungen so gut gefallen. Ich bin nicht ganz so gut in diesen Zeichenstil hineingekommen. Ich habe bereits eine andere Graphic Novel von das Tagebuch der Anne Frank hier zu Hause und die hat mir wesentlich besser gefallen, also von den Zeichnungen. Inhaltstechnisch denke ich, muss ich auch gar nicht so viel sagen, was es im Tagebuch der Anne Frank geht. Ja, mehr dazu ist eigentlich, glaube ich, auch nichts zu sagen. Ich kann euch dieses Buch trotzdem ja, empfehlen. Schaut mal nach in der Vorschau oder halt auch im Buchhandel, ob euch der Zeichenstil gefällt und ob ihr das Buch dennoch noch lesen möchtet. Aber ich kann es euch dennoch, auch wenn mir der Zeichenstil nicht hundertprozentig zugesagt hat, dem Tagebuch der Anne Frank habe ich zu einem ja auch sehr schmalen Werk gegriffen und zwar zu einer Parabel, die in das Themengebiet, wo ich gerne dieses Jahr noch mehr lesen würde, und zwar um Afghanistan rum, auch die im Jahr angrenzenden Länder. Und zwar handelt es sich um die Parabel Erde und Asche von Atik Raimi aus dem List Verlag. Dieses schmale Werk beschäftigt sich mit dem Thema Krieg, was Krieg mit Menschen macht, welche Auswirkungen Krieg haben und ja, ohne eigentlich den Krieg in Vordergrund zu stellen. Also der Krieg ist da, er beeinflusst ja, den kleinen Jungen und seinen Großvater auf ihren Weg, aber man liest jetzt nicht, dass ja, man liest den Krieg an sich nicht direkt. Ich hoffe, ihr könnt mich jetzt so ein bisschen verstehen, wie ich das meinte. Mir hat das Werk wahnsinnig gut gefallen. Mir hat die Sprache sehr, sehr gut gefallen. Sie lässt einen sehr nachdenklich zurück, was durchaus Parabeln ja immer irgendwie beabsichtigen. Und ja, man bekommt ja ein mulmiges Gefühl. Und mich hat es angespornt, noch weiter zu diesem Thema zu lesen. Vor allen Dingen auch so das Kriegsthema. Und ich kann euch dieses Werk Erde und Asche durchaus empfehlen, und wenn ihr es schon gelesen habt, würde mich mal interessieren, wie es euch ergangen ist, welches Gefühl ihr beim Lesen hattet. Und ja, ich bin schon sehr gespannt. Nachdem ich Erde und Asche gelesen habe, beziehungsweise das Tagebuch der Anne Frank, habe ich zu einem Werk gegriffen, was mich Richtung Großbritannien reisen lässt. Und zwar habe ich zu dem Werk Die souveräne Leserin von Ellen Bennett aus dem Wagenbach Verlag gegriffen. Ich bin ja durchaus begeistert von diesem Format und ich hätte gar nicht gedacht, dass es sich so gut lesen lässt, aber das tat es und ich habe noch gar nicht so nachgeschaut, obwohl ich mal schauen wollte, was der Verlag Wagenbach noch so für, ja, für Werke anbietet in diesem Format. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt auf weitere Werke. Aber zurück zu diesem Werk nun. Wir ja, haben hier die Protagonisten, die Queen, die quasi das Lesen für sich entdeckt.
Und dabei ja, hat sie Befürworter, die das Lesen unterstützen, aber auch ganz viele ja, Gegner, die es nicht so, nicht gern sehen, dass die Queen ja so ein bisschen ihre Verpflichtungen ja schleifen lässt, beziehungsweise denen nicht mehr ganz so nachkommt und mit dem gleichen Eifer nachkommt, wie sie vor dem Lesen hatte. Ich mochte von Alan Bennett ja seinen Humor, seinen leichten Humor, seinen doch zum Schmunzeln bringenden Humor, aber auch wie er die Liebe zur Literatur und dem Lesen in diesem Werk verarbeitet. Falls ihr dieses Werk noch nicht kennt, kann ich es euch nur empfehlen, es zu lesen. Es hat unglaublich viel Freude gemacht und mit knapp 100 Seiten ist es auch relativ schnell zu lesen. Wenn ihr das Werk schon kennt, würde mich auch hier interessieren, wie eure Meinung dazu ist. Falls dieses Video eher online geht als meine Rezension zu meinem nächsten Werk, kennt ihr ja dann bereits schon meine Meinung. Ansonsten verweise ich einfach jetzt mal hier auf meine Buchbesprechung, da sonst glaube ich, dieses Video einfach viel zu lang wird und das Werk zu halten doch sehr schwer werden kann. Und zwar spreche ich von Paul Auster 4321. Mich hat dieses Werk den gesamten Februar begleitet und ich kann es euch nur ans Herz legen, es zu lesen. Mir hat es unglaublich gut gefallen, auch wenn es ja über 1200 Seiten hat und ich glaube, dass es über einem Kilo wiegt und es nicht so gut halten lässt, beziehungsweise auch in der Badewanne lesen lässt. Wenn ihr mehr über dieses Werk wissen wollt, dann verlinke ich euch natürlich sehr, sehr gerne meine Buchbesprechung hier hinter dem i, beziehungsweise unten in der Infobox. Und ich kann nur so viel sagen, dass Paul Auster mich durchaus begeistern konnte und ich sehr, sehr gerne noch einiges mehr von ihm lesen möchte. Ich weiß, dass seine anderen Bücher nicht ganz so dick sind und ich bin ja doch durchaus froh, dass sie nicht so dick sind, weil sie sind doch, dieses Werk hier ist doch durchaus sehr schwer und ja, aber trotzdem kann ich es euch empfehlen. Lasst euch nicht von der Stärke abschrecken und ihr werdet einen wunderbaren Lesegenuss erleben, wenn ihr dieses Buch lest. Bei der letzten Lektüre, die ich euch jetzt gerne noch zeigen möchte, handelt es sich um ein Werk, was ich ebenfalls schon einige Male in die Kamera gehalten habe. Und zwar wollte ich es eigentlich gerne schon letztes Jahr gelesen haben, das habe ich jetzt noch nicht geschafft. Dafür habe ich es aber zusammen mit der lieben Caro vom Kanal Caros Bücher, den ich euch unten gerne nochmal verlinke. Und zum anderen habe ich gehofft, dass es sich um ein 5-Sterne-Buch handelt. Und zwar spreche ich von John Williams' Nichts als die Nacht. Hierbei handelt es sich um das erste Werk von John Williams, das er mit 22 Jahren geschrieben hat. Und wir begleiten hier den Protagonisten Arthur Maxley durch eine Nacht in San Francisco. Ja, dieses Buch lebt quasi von seiner Sprache, von seiner Stimmung, die sehr melancholisch ist, die sehr düster ist und ja, die auch davon lebt, dass Arthur ein Ereignis in seinem Leben erfahren hat, die eigentlich sein ganzes Leben bestimmt. Mir hat dieses Werk sehr gut gefallen. Ich mochte die Stimmung, mochte dieses Melancholische. Ich muss aber auch dazu sagen, dass diese Düsternis sich doch auf mich auch niedergelegt hat und ich dieses Buch nicht in einem Rutsch lesen konnte, weil ich das Gefühl habe, hatte, wenn ich es in einen Rutsch lese, dass irgendwie diese melancholische Stimmung und dann war auch noch das Wetter nicht, ja, nicht immer ganz optimal, dass mich diese Stimmung einfach überfallen hätte. Und davor hatte ich ehrlich gesagt ein bisschen Angst, was natürlich durchaus für dieses Buch spricht. Es spricht auch wahnsinnig viel für John Williams, dass er das für mich bei mir geschafft hat. Aber trotzdem ist es für mich irgendwie kein 5-Sterne-Buch. Und ich kann auch noch nicht genau in Worte fassen, warum es für mich eigentlich kein 5-Sterne-Buch ist. Ich vermute einfach, dass andere Bücher von ihm, also wie Stoner oder Butcher's Crossing,
bei mir eine andere Wirkung hatten. Und im Vergleich zu diesen Büchern ist dieses Werk ja einfach nicht so stark, aber dennoch lesenswert. Wer bereits Bücher von Sean Williams gelesen hat, den kann ich dieses Werk auch nur empfehlen. Also wer natürlich sich mit Sean Williams nicht identifizieren kann, beziehungsweise mit seinen Werken, für den wird wahrscheinlich auch Nichts als die Nacht nicht sein, aber alle, die Sean Williams mochten, die Stoner sehr, sehr gerne gelesen haben, den kann ich auch dieses Buch nur empfehlen. Das waren nun meine nächsten 5 gelesenen Bücher, die ich gelesen habe. Und ja, mich würde noch interessieren, ob ihr eins der Werke kennt, wie eure Meinung dazu ist. Und ja, lasst mir doch gerne einen Kommentar da. Ich würde mich sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ja, bis dahin. Tschüss!